Also wir haben hier angefangen im Sommer 2022. Wir haben uns getroffen mit Vertreterinnen von den Vereinen, mit Künstlerinnen aus dem Stadtteil und einfach darüber gesprochen, was es hier schon gibt und was es vielleicht noch nicht gibt, wo wir Lücken schließen können, wo wir vernetzen können. Dann ging es weiter mit dem Umbau im Winter. Hier wurde dann gestrichen, gebaut und eröffnet haben wir dann im Februar 2023 mit dem Workshop-Programm. Ich glaube, gerade vor der Projektidee, dass man eben versucht zu verstehen und nachzuvollziehen, wo vielleicht Barrieren sind, warum Menschen nicht in die Bundeskunsthalle kommen, bietet der Stadtteil Bad Godesberg sehr viel. Also eng verbunden mit der Hauptstadtzeit als ehemaliges Diplomatenviertel trifft man hier auf ganz unterschiedlichste Perspektiven, Menschen, Identitäten. Und da war das Spannende an dem Projekt hier eben zu lernen, dass man nicht nur sendet, sondern eben auch empfängt und dass man eben ein Ohr dafür hat für die unterschiedlichsten Perspektiven und für Projekte, die man hier gemeinsam umsetzen möchte. Was mich sehr gefreut hat, ist, dass wir wirklich von Anfang an hier sehr wertvolle Begegnungen haben machen können und uns auch echt viel Vertrauen entgegengebracht worden ist von den Familien aus der Nachbarschaft. Und was ich sehr spannend finde im Hinblick auf die Entwicklung, ist, dass man ja wirklich sagen kann, dass dieser Ort sehr unterschiedliche Dinge für unterschiedliche Menschen bedeutet. Also für manche ist es ein Begegnungsraum, um neue Kontakte zu knüpfen, und für manche ist es ein Raum, wo ich das erste Mal seit 50 Jahren noch mal versuchen kann zu malen, was ich bis jetzt nicht noch mal probiert habe. Für manche ist es auch einfach ein Raum, um mal meine eigenen Geschichten mitzuteilen, mich mitzuteilen, Fragen zu stellen. Und das finde ich eigentlich das wirklich Spannende hier an diesem Raum, weshalb ich auch jeden Tag gerne hier hinkomme. Und ich glaube, was uns da immer in die Karten gespielt hat, ist eben die offene und modulare Gestaltung des Raumes. Also es macht total Spaß, hier verschiedenste Formate anzubieten, vorzubereiten, weil man mit wenigen Handgriffen Theaterbühne oder eine Leseecke, also verschiedenste Settings bauen kann. Für mich ein Learning aber auch, die Gestaltung ist das eine. Das andere ist, dass man eben auch ein Team, Menschen vor Ort hat, mit denen man sich identifizieren kann. Dass man weiß, dienstags ist immer die Kollegin da, mit der ich mich besonders gut verstehe. Also ich glaube, die Menschen hier im Raum, die machen ihn dann erst zum richtigen Wohlfühlort. Wir haben ja diese anderthalb Jahre hier vor Ort im Stadtteil und ich finde, wir haben wirklich das Allermeiste rausgeholt. Also Veranstaltungen, an die ich mich besonders gern zurückerinnere, sind eigentlich diejenigen, die irgendwie so einen Überraschungseffekt hatten. Entweder weil man das Format hier irgendwie nicht erwartet hätte oder die Konstellationen, die sich ergeben haben. Da denke ich zum Beispiel an das Backgammon-Turnier letzten Sommer, mitten im Hochsommer wirklich, wo sich Duelle ergeben haben zwischen SpielerInnen, die irgendwie sehr rührend waren. Oder zum Beispiel auch an die Modenschau von der AWO, wo die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen mit Riesenbegeisterung ihre Mode präsentiert haben, was ich einfach, woran ich mich sehr gerne erinnere. Du sagtest es ja gerade, anderthalb Jahre Projektzeit, das ist im Nu vorbei. Und was ich so schön finde bei uns im Team, im Projekt, ist, dass wir trotzdem keine Zeit haben für Blues und Trübsalblasen, sondern es am 15. Juni nochmal den Stadtteil und eben den Raum mit einem großen Sommerfest feiern, wo alle, hoffentlich alle alte Bekannte aus dem Stadtteil eben eingeladen sind, selber Aktionen machen. Und ein besonderes Highlight für mich an dem Tag auch, dass wir eben diese Idee des Salon 53177 in das Stadtbild hineintragen und den Fronhof spielen. Also für sicher noch mal ein ganz persönliches Highlight für mich. Wir sind ja hier eingezogen auch mit der Absicht, nicht nur, wie du es auch schon gesagt hast, was zu senden, sondern auch was zu empfangen und zu lernen. Und allem, was wir hier gelernt haben, das packen wir jetzt ein und gehen zurück in die Bundeskunsthalle, zurück ins Haupthaus, in den dortigen Salon, der ab jetzt ja auch geöffnet ist, wo ich mich auch kostenfrei aufhalten kann. Anders als im Salon Bad Godesberg gibt es ja nicht ein umfangreiches Workshop-Programm. Es ist eher ein Raum, wo ich verweilen kann, Zeitung lesen kann. Es gibt dort Spiele, es gibt dort Bücher. Das heißt, es ist einfach ein niedrigschwelliger Begegnungsraum. Und ich freue mich auch schon sehr, dort mit den Menschen aus der Stadtgesellschaft in den Kontakt zu treten. Ich freue mich auch total. Und am besten zeigen wir den Raum mal. Ja.